Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Linke. Und was das Kabinett angeht, ich bin hin und her gerissen, ob Sie statt auf die Ministerbank zurück auf die Schulbank gehören. Machen Sie endlich Ihre Hausaufgaben. Lassen Sie uns nicht ständig darüber diskutieren, was alles nicht geht. Lassen Sie uns endlich darüber reden, was alles möglich ist. Ran an den Speck, Frau Karliczek! Die Linken holen Anträge aus der Mottenkiste. Gut für den Staubsauger. Frau Karliczek, der Speck, er ist bald weg. Und die AfD ist immer noch dabei, sich einzuarbeiten. Da mögen Sie lachen. Das Alte kommt aus dieser Ecke und das Neue kommt von hier. Dass das ein freier Demokrat Ihnen erklären muss, Frau Karliczek? Herr, lass Hirn regnen, möchte man rufen. Aber zumindest was Union und SPD betrifft, erhört er mich leider nicht. Nur, da steht ja alles schon in unserem Antrag vom Juni, den Sie im Oktober abgelehnt haben. Und jetzt schreiben Sie ab, Sie Copycats. Die Uhr tickt. Lassen Sie uns das nicht stimmt, länger dass kleckern. Die Uhr tickt. Lassen Sie uns klotzen. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, ich zitiere Albert Einstein, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Spucken Sie in die Hände, packen Sie es endlich an. Ran an den Speck, Frau Karliczek. Herzlichen Dank. Vielen Dank. vielen Dank auch für die Emotionen. Vielen Dank, Thomas Sattelberger.